Gesunde Ernährung macht fit und steigert das Wohlbefinden. Darum ist es von großer Bedeutung, bereits bei den Kleinsten anzusetzen. Denn Bildung und Gesundheit sind untrennbar miteinander verbunden. Weil beides ganzheitlich zu betrachten ist. Bildung bedeutet immer nicht nur Wissensvermittlung, sondern wirklich den Menschen als Ganzes auch zu prägen, zu entwickeln, also Persönlichkeitsentwicklung auch zu betreiben. Und Gesundheit ist auch ein ganzheitlicher Begriff. Der hat nicht nur etwas mit körperlicher Gesundheit im Sinne von, bin ich gesund oder krank, zu tun, sondern umfasst natürlich alle Aspekte, die zu Gesundheit führen. Und es gibt ja kein 100% gesund oder 100% krank. Es gibt immer eine Balance. Und da spielen Bewegung, Sport, Ernährung, aber auch das soziale Miteinander natürlich eine Rolle. In 6 Pilotschulen werden im Schuljahr 2014-2015 Maßnahmen zu einem besseren Essen gesetzt. Von der Bewusstseinsbildung über die Vergrößerung des vegetarischen Angebots bis hin zu Workshops und Exkursionen. Vieles passiert ja schon sehr, sehr gut und es gibt viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die da tolle Arbeit leisten. Die wollen wir unterstützen, darauf wollen wir aufbauen und bei den 6 Pilotprojekten uns ansehen, was kann bei Schulbuffets in der Schulküche optimiert werden, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da und wie kann Ernährung auch noch stärker als zentraler Gegenstand des Unterrichtes dargestellt werden. Bei diesem Projekt geht man also zum Beispiel zum nächsten Bio-Bauernhof und schaut sich an, wie funktioniert denn das? Es soll wieder Nähe entstehen, Verständnis. Was sind Lebensmittel, wie heißen sie? Zudem gibt es ab heute die Möglichkeit, am Gustl-Schulwettbewerb teilzunehmen. Der Gustl ist ein Wettbewerb für alle Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten über die Schulen bis zum Hort, die bei denen quasi Kochrezepte, und zwar nachhaltige, gesammelt und das wird dann von einer Jury, werden die besten 30 ausgewählt, die werden in einem Kochbuch dann präsentiert und die besten 3 Rezepte werden dann wirklich gekocht und von einer Jury dann auch verkostet. Nehmen auch Sie mit Ihrer Klasse teil, vielleicht können Sie die Jury mit Ihrem Rezept überzeugen.